Nächstes Spiel ziehe ich, wie oft du die Hose runterziehst. Ich sage euch das jetzt, Chat. Ihr müsst mal darauf achten, falls ihr noch nie darauf geachtet habt. Meine Freunde sagen das immer, meine Familie, die drehen durch. Das regt die richtig auf. Ich bin ein Spieler, ich bin ein Mensch, kein Spieler. Ich bin ein Mensch, ich trage meine Hose, ne? Ich trage die nie so oben. Die hängt halt so ein bisschen immer, okay? Und ihr müsst im Spiel darauf achten, wie oft ich meine Hose runterziehe. Ich sag euch ehrlich, ich bin dann so im Spiel, da mache ich, guck, das ist die Hose und die ist ja nicht tief, dann mache ich immer so. Immer so. Und dann spiele ich so. Warum? Sag ich euch auch ehrlich, ich kann es euch nicht erklären. Es ist einfach so. Und das ist das Problem, die Hose rutschen, egal ob Natio, ob keine Ahnung was. Egal wann, die rutscht immer runter. Und ihr seht das ja auch hier beim Bild. So, ich muss das kurz anhalten, weil es meine Story. Ihr seht das hier in meiner Story. Man sieht ja nicht mal meine Knie. Checkt ihr, was ich meine? Das ist, weil die Hose wieder so weit unten ist. Und ich sag euch ehrlich, das ist einfach. Das ist einfach so. Ich kann euch nicht erklären, warum. Aber irgendwie stört mich das, wenn die so weit oben ist. Oder wenn die normal sitzt. Und dann muss ich die gefühlt in jeder zweiten Situation runterziehen. Und das sieht man halt dann auch im Fernsehen. Dass ich gefühlt immer meine Hose runterziehe und einige regt es halt auch. Ich sag mir, Digga, das ist mein Spiel, nerv mich nicht. Wenn ich die Hose tief haben will, habe ich die Hose tief. Wenn ich dann trotzdem so einen Assist mache wie heute und Zweikämpfe gewinne und dies, das, dann juckt das ja auch keinen. Checkt ihr? Aber was Leute auch gerne machen dann, hätten wir heute zum Beispiel nicht gewonnen oder so, dann heißt es ja, Henry ist das Einzige, was er macht, ist die ganze Hose runterziehen, der macht ja gar nichts, so einen auf den. Checkt ihr, was ich sagen will? Habe ich nämlich auch schon gehört. Das war aber damals noch in Leverkusen, glaube ich. So ist halt Fußball.